PEGI 12. Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show. Hallo allerseits! Willkommen bei einer neuen tollen Ausgabe der Katzen-Mario-Show, in der wir euch eine Menge über verschiedene Spiele erzählen wollen. Sollen wir direkt loslegen, Katzen-Mario? Na klar! Super Smash Bros. Geheimnisse! Heute stellen wir euch Captain Falcon aus F-Zero vor. Er ist ein echtes Pilotenass, ein Kopfgeldjäger und ganz sicher niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Er ist schnell und hat starke Angriffe auf Lager. Da hat man also wirklich einen mächtigen Herausforderer vor sich. Außerdem finden wir sein Outfit auch total cool. Zuerst schauen wir uns seinen Spezialstandard an, den Falcon Punch. Du kannst seinen Angriff aufladen, um einen Schlag zu entfesseln, der deine Gegner sicher in die Luft befördert. Diese Technik lässt sich einfach ausführen, kann deine Gegner aber in ziemliche Schwierigkeiten bringen. Das stimmt. Und wenn man diesen Angriff entfesselt, während man mit dem Rücken zum Gegner steht, ist er noch ein bisschen stärker als sonst. Probiert's ruhig mal aus. Vorwärts, Captain Falcon! Jetzt kommt sein Spezial seitwärts, der Raptor Boost. Und sein Spezial unten, der Falcon Kick. Das sind sehr interessante Techniken, die unterschiedlich ausgeführt werden, je nachdem, wann man sie einsetzt. Wenn man Raptor Boost auf dem Boden anwendet, führt man einen heftigen Kinnhaken aus. In der Luft löst man damit einen Meteor Smash aus. Auf dem Boden kann man Captain Falcon mit dem Falcon Kick seitlich fliegen lassen. In der Luft erlebt man eine mächtige diagonale Stampfattacke. Der Trick ist, die Techniken genau zu kennen und in jeder Situation richtig einzusetzen. Captain Falcons Spezialtechniken sind alle sehr kräftig. Aber wenn man damit nicht trifft, ist man Gegenangriffen länger ausgeliefert als bei anderen Charakteren. Du musst also darauf achten, deine Angriffe im richtigen Moment auszuführen, damit du auch triffst. Oh, ouch! Das sollte man wirklich lieber vermeiden. Kommen wir schnell zu seinem Ultra Smash. Das ist seine Lieblingsmaschine, der Blue Falcon. Damit haut man alle Gegner vor einem direkt aus dem Level. Wahnsinn! Und bumm, das haut wirklich rein. Übrigens, seine Endpose beim Final Smash hängt davon ab, ob man ihn auf dem Boden oder im Sprung ausgeführt hat. Als Captain Falcon-Fan sollte man sich das nicht entgehen lassen. Tja, so schnell kommt man mit Captain Falcon ans Ziel. Dann kommen wir direkt zur nächsten Rubrik. Zum Mario-Experten werden. In diesem Teil der Show präsentieren wir euch wertvolles Wissen, das euch hilft, zu Mario-Experten zu werden. Heute dreht sich alles um Virtual Console. Mit Virtual Console kann man Spieleklassiker auf Nintendo 3DS und Wii U erleben. Schauen wir uns doch mal die Mario-Spiele an, die es auf Virtual Console für Wii U gibt. Zuerst haben wir Donkey Kong, das ursprünglich für NES erschienen ist. Das ist das allererste Spiel, in dem Mario je aufgetaucht ist. Wow, wow, das sind ja richtig kleine Knopfaugen. In diesem Spiel muss man springen und Leitern benutzen, um geschickt Fässern und Gegnern auszuweichen. Oder man zerschlägt die Sachen mit dem Hammer und bahnt sich seinen Weg bis zu Donkey Kong. Bevor sich Mario und Prinzessin Peach kennengelernt haben, hat Mario schon versucht, einer anderen Frau zu helfen. Ja, das war eine nette Dame namens Pauline, die heute auch in der Mario vs. Donkey Kong-Reihe auftaucht. Machen wir weiter mit Dr. Mario, das auch für NES veröffentlicht wurde. Das ist ein Puzzlespiel, bei dem man Medizinkapseln in eine Reihe bringen und den Farben der Viren anpassen muss. Die Regeln sind einfach, aber das Spiel kann ganz schön herausfordernd werden. Vor allem im Mehrspielermodus wird es schnell hektisch. Da dreht sich alles um die richtigen Kombos. Zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu Super Mario Ball für Game Boy Advance. Ja, genau. Mario ist nicht nur ein Doktor, sondern er kann sich auch in eine Kugel verwandeln. Abwechslung soll ja sehr gut sein. Da steuert man Mario wie eine Flipperkugel durch eine ganze Menge aufregender Level. Dich schnapp ich mir, Mario. Oh-oh, Bowser kann sich auch in eine Kugel verwandeln. Jetzt kriegst du den Zorn meiner Stacheln zu spüren. Meinen Stachelzorn, jawohl. Was? Nein! Und da ist er schon wieder weg. Manchmal glaube ich, dass wir ihn immer nur falsch verstehen. Weißt du, was ich meine? Tja,
Tja, das war's dann auch für die heutige Lektion in allen Mario-Angelegenheiten. Es macht echt Spaß, die Klassiker auszuprobieren oder alte Lieblingsspiele wieder auszugraben. Weiter geht's! Katzen-Mario, was ist denn mit dir los? Wieso, Katzen-Peach? Ich übe einfach mein erschreckendes Dinosaurierbrüllen. Dinosaurierbrüllen? Warum das denn? Ich freue mich schon so auf das neue Spiel Fossil Fighters Frontier. Da dreht sich alles um Vivosaurier. Die sind so ähnlich wie Dinosaurier. Das kenne ich schon. Da spielt man als junger Wächter und muss verhindern, dass der böse Dr. Black Raven die Welt erobert. Ja, stimmt. Das ist ein Spiel, bei dem man fahren, graben und kämpfen kann. Und das geht so. Man fährt in seinem coolen Vivo-Mobil rum und wenn man Ausgrabungsstätten findet, kann man dort Fossilien freilegen. Dabei kann man spezielle Werkzeuge einsetzen. Und wenn man die Fossilien richtig ausgräbt, kann man sie als Vivosaurier wiederbeleben. Und es gibt über 80 Vivosaurier zum Sammeln. Dann kann man mit seinem Vivosaurier-Team gegen die Bösewichte im Spiel antreten. Oder im Mehrspielermodus sogar gegen die eigenen Freunde. Und das Vivo-Mobil kann man auch selbst gestalten. Ich möchte, dass meins richtig schnell fährt. Und ich will alle Vivosaurier sammeln. Ich liebe Spiele, bei denen man Sachen sammelt. Tja, dann wissen wir ja jetzt schon, was wir den Rest der Woche machen. Aber jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Rubrik. Es ist Zeit, mal nach unseren Freunden in Tomodachi Life zu sehen. Tomodachi Life ist ein originelles Spiel, bei dem man Freunde, Familie und alle anderen Leute, die einem einfallen, als Mii-Charaktere ins Spiel bringen kann. Sehen wir mal nach, wie es unserer kleinen Familie geht. Machen Mama und Papa da einen Rap-Wettbewerb? Man sollte deine Reime echt federn und zehren. Ja, echt? Das ist ja nett und schräg. Meine Reime sind fein, so wie frische Erdbeeren. Naja, wenn ich dabei wäre, würde ich den Wettbewerb auf jeden Fall gewinnen. Ich bin eh schon lange Fan von deinen krassen Reimen. Mach mal eine Reparatur, dein Floh ist nicht intakt. Mal sehen, wie es Oma und Herrn Stein geht. Oh, die haben ein Baby bekommen. Wie süß. Oh, ein kleines Mädchen. Und sie heißt Oma Junior? Das war ja klar. Sie möchten, dass wir mal mit ihr spielen. Mal sehen, ob wir sie so richtig zum Lachen bringen können. Oh, oh je, jetzt weint sie. Ich glaube, sie mag mich nicht. Das kann ja gar nicht sein. Vielleicht müssen wir sie noch länger wiegen. So, ganz vorsichtig. Ja, stimmt. Puh, ich dachte schon, ich kann das nicht mehr. Wir können sie ganz behutsam wiegen, damit sie wieder einschläft. Siehst du? Ist ja schön, dass Oma und Herr Stein jetzt eine Familie haben. Aber was ist da los? Come on. Mal sehen, ob wir ihn besiegen können. Nicht schlecht, Katzen-Mario. Das war schon ganz gut. Tja, und damit sind wir für heute auch wieder am Ende unserer Show. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr kommt uns bald wieder besuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.